Tag, Daddy. Hallo, Liebling. Hallo, Kreuzberg. Hast du gute Nachrichten? Naja, die gute Nachricht ist, ich glaube, du bist in Sicherheit. Trevor geht rum und nimmt überall deine Steckbriefe ab. Der Sturm hat sich gelegt, ihr findet mich am Strand. Alf? Ich leide unter Sonnenmangel. Du bleibst schön zu Hause. Gibt's auch schlechte Nachrichten? Rachel, die arme Frau, die... Sie hat sich die Sache so zu Herzen genommen, dass sie mit niemandem sprechen will. Sie sitzt dauernd nur vor ihrem Fernseher und starrt auf die Mattscheibe. Wie wird Trevor damit fertig? Nicht besonders gut. Er sagt, er macht erstmal einen langen Spaziergang, um seine Gefühle zu analysieren. Und wenn er damit fertig ist, will er Bowling spielen. Du meinst, wir können nichts für Mrs. Ogmanick tun? Ich werde rübergehen und mit ihr reden. Bravo, Sportsfreund. Wirklich clever. Aber irgendwas muss ich unternehmen. Die Frau ist doch nur meinetwegen so durcheinander. Ich fürchte, da hast du recht. Sie glaubt schon, sie hat den Verstand verloren. Aber ich existiere doch. Der Weise sagt, ich kränke, folglich bin ich. Du sollst nicht kränken, sondern denken. Also ich weiß nicht, Schatz. Sprich mit ihr, hab Geduld mit ihr. Überzeuge sie, dass sie keinen Außerirdischen gesehen hat. Wie soll das funktionieren? Ich bin nun mal unvergesslich. Okay, die Alf-Rundfunk- und Fernsehgesellschaft geht jetzt auf Sendung. Ich grüße dich, Erdenbein. Hey, Raquel, kannst du mich hören? Was ist denn jetzt los? Keine Aufregung. Ich bin der Außerirdische, den du gesehen hast. Du erinnerst dich an mich? Ich bin dein Mr. Knollenkopf. Oh nein! Er ist überall! Nur mit der Ruhe, nur mit der Ruhe! Wesen aus dem All gibt es nicht. Jedermann weiß das. Wir existieren wirklich. Ich mache das hier nur, um dir zu beweisen, dass dein Verstand noch auf allen drei Zylindern läuft. Nein! Oh, bitte, tu mir das nicht an! Ich fange gerade wieder damit an, ein normales Leben zu leben. Was nennst du eigentlich normal? Den ganzen Tag im Bademantel rumzusitzen? Wo bist du? Ach, ich bin draußen im All. Weit, weit im All. Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. Oh, ein Meteorenregen. Was willst du von mir? Raquel, ich will, dass du deinen Glauben und deine Vorstellungskraft zurückgewinnst. Und deine mädchenhafte Lebenslust. Ach ja, und du solltest Stunden bei einem Bildhauer nehmen. Alf, was machst du denn? Oh, bitte drehen Sie nicht an Ihrem Apparat. Wir haben hier irgendwelche technischen Störungen. Alf, du machst die Sache immer nur noch schlimmer. Au contraire. Ich versuche, sie in Ordnung zu bringen. Und jetzt gib mir noch eine Chance. Mit wem sprichst du denn da? Mit meinem Team. Geht mir aus den Augen, ihr Weltraumdackel. Dackel? Willi, wenn sie euch sieht, ist alles im Eimer. Wir sind wieder da. Wo seid ihr denn gewesen? Ach, Raquel, hör mir gut zu. Es ist sehr wichtig für dich. Es gibt viele Dinge in diesem Universum, die du gar nicht verstehen sollst. Aber deshalb existieren sie doch. Ich bin wirklich. Und ob es dir die Menschen glauben oder nicht, du weißt, dass ich existiere. Ich danke dir. Ich möchte dich gerne etwas fragen. Warum hast du all diese Sachen auf dem Kopf? Das gehört zu den Dingen, die du lieber nicht verstehen solltest.